Fangen wir nochmal an. Also. Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout. Jetzt habe ich doch nicht mehr Fenster geschaut. Ist egal, wir haben gerade schon eine Aufnahme verkackt, deswegen mache ich ein bisschen schneller. Versucht die zweite. Ja, genau. Take two. ja, wir versuchen, das linke Repetiergewehr zu holen. Dazu müssen wir ins Geschichtsmuseum zu Underworld und hier erstmal massig dreckige Supermutanten zerquemsen. Wo kam der Typ eigentlich eben hinter mir her? Ich glaube, der kam doch von hier irgendwo. Er ist dem Schutt entstiegen. Oh, guck mal, wie viele sind. Da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Oh mein Gott, die sind einfach mal so 10 Supermutanten auf diesem Scheißplatz, ne? Das ist ja grauenvoll. Oh, hier ist er. Na, guck mal an. Das ist halt voll das Happening. Ja, da geht's richtig rund hier. Au. Au, au. Kommt der Typ mal her? Der fällt mir doch gleich wieder in den Rücken. Ich sehe da doch kommen. Hinter mir stehen gleich noch zwei. Oh, ja, komm, da sind immer mal. Ja, komm noch ein paar mehr, komm her. Macht ihr die Nahkampfparty oder was? So, geplatzt. Ach, sind noch ein Herr der Supermutanten, ne? Die fressen auch noch so viel Muni. Ja. So richtig ekelhaft. Typen. Ja, Payne, wann hast du das letzte Mal gespielt? Sag doch noch mal, damit es auch in der Aufnahme ist. Wann ich das letzte Mal gespielt habe, das ist schon Jahre her. Jahre. Ich hab nur. Ja, wirklich. Das Spiel ist auch schon relativ alt. Ja, natürlich. Ja, dann siehst du hier auch was Neues. Danach habe ich es ja nie wieder angefasst. Asche auf mein Haupt. Stimmt, hast du ja gesagt. Ich bin ein schwacher Mensch. Ich bin auch sehr enttäuscht gerade von dir, Payne. Ich muss auch peinlicherweise gestehen, das letzte Rollenspiel, was ich auch wirklich intensiv und lange gespielt habe, das ist Morrowind gewesen und das ist schon ewig her. Morrowind, ja, das muss auch ewig her sonst, sein. Ne? Sonst hat mich auch nie wieder ein Rollenspiel wirklich gefesselt. Also, da waren da Dinosaurier nicht, noch auf den Ja, Bäumen. Ja, genau. Ja, ja. Dann ist ja super. Minigun es war eine schöne Zeit. Es war eine schöne Zeit. Dinosaurier Morrowind ist sehr schön, so. Das Spiel. Ja. Das, ich hatte sowieso die ganze Zeit gedacht, du machst irgendwann mal ein Let's Play davon, aber bisher kam noch nichts. Ups, Alter, da gibt's genug andere Leute, die das machen. Ja, und? Es gibt auch genug Leute, die Fallout machen, es gibt auch genug Leute, die was weiß ich was machen, das ist scheißegal. Die, weiß ich. Wenn du darauf bauen würdest, dann brauchst du gar nichts mehr machen, weil jeder hat irgendwas schon mal, gemacht. Also, gut, das stimmt allerdings. Das ist völliger Quatsch. Macht man, weil man selber Spaß daran hat. Und zumindest geht es mir so. Ich mache das jetzt nicht unbedingt für die Leute, also auch, ja, natürlich. Ich freue mich, wenn es Leute gefällt, aber ich mache es eigentlich eher für mich, weil ich spielen will. Nee, schlussendlich wollte ich damit eigentlich nur sagen, dass so im Nachgang eigentlich wirklich kein Rollenspiel mehr meiner Meinung nach rausgekommen ist, was mich in der Art halt so gefesselt hat. Hm. Und nicht Baldur's Gate? Nee, das fand ich aber, Baldur's Gate reinzukommen, das ist ein sehr störrisches Rollenspiel, das ist auch so schwergängig. Also finde ich gar nicht, ich sehe es mir jetzt gerade bei John an und das ist relativ locker eigentlich. Das Einzige, was man halt wissen aber muss, ist mit der Rüstung, dass die verkehrt rum skaliert, aber okay. Ja gut, das ist halt das Dungeons & Dragons System. Das kenne ich doch aus meiner Pen-and-Paper-Zeit. Fand ich eigentlich jetzt nie so komisch. Nicht. Aber gut. Ich hatte mich halt so damals schon so an das System so gewöhnt. Ich fand das halt... Pen-and-Paper-Zeit so. Ja. Der Paint. Ich habe mich am Anfang meiner DSA-Zeit habe ich mich damit schwer getan, weil da ist es ja wieder umgekehrt. Ja genau, das hat John nämlich auch gemeint am Anfang. Er kennt halt auch eher DSA als Pen and Paper. Und von daher war es für ihn auch ziemlich blöd am Anfang. Hat er gedacht, was? Hä? Wieso sterben meine Leute die ganze Zeit? Voll lustig. Ja. Hoher Wert schlecht, das sollte man wissen. Genau, das ist bei Dungeons and Dragons und bei DSA ist es umgekehrt. Da ist ein hoher Wert gut. Wie auch bei jedem anderen Rollenspiel, das danach rausgekommen ist, weil... Und das fand ich halt auch so. Das fand ich halt das erste Mal komisch, wo ich DSA gespielt habe. Da dachte ich mir so, okay, hohe Werte. Da war ich halt etwas verwirrt, aber gut. Ja, ja. Nee, und ja, wie gesagt, Baldur's Gate, ich hab's noch in meiner Steam-Bibliothek irgendwo rumfliegen. Also. Ich hab den zweiten Teil in der Enhanced Edition, also ist cool. Aber du musst halt echt aufpassen, bei dem Spiel kannst du dich halt so schnell verskillen, du kannst dich da so leicht verrennen. Ja. Wenn du dich einmal vertan hast, dann kannst du das ganze Spiel in die Tonne kloppen. Du kannst dich eigentlich immer verskillen, außer du kannst dich jederzeit wieder umskillen. Das ist ja bei den neueren Sachen so, aber früher war das ja nicht so bei den alten Sachen. Aber heutzutage sind Spiele da etwas verzeihlicher als noch früher. Ja, das stimmt allerdings doch. Obwohl ich gehört habe von Tofu bei Divinity Original Sin kann man das auch sehr schnell und das ist natürlich super mit John und mir, die absoluten Fail-Paraden, die da kommen werden, das wird so schön. Eventuell verskillen wir uns einfach total. Ich glaube, ich werde John sagen, wir nehmen das vorab auf oder so. Ist ein bisschen günstiger. Dann können wir es nur nochmal Redo machen und das wäre besser. Möchtet ihr euch nicht der Peinlichkeit hingeben? Die geben mich ja so schon genug der Peinlichkeit hin. Hast du in The Space geguckt und so? Also, weißt Bescheid.
The Witcher 2, ja, Witcher 2 würde ich auch noch spielen. Und Witcher 1 werde ich dann auch noch durchziehen, irgendwie. Das ist nicht das Geschichtsmuseum. Aber ist das nicht Nationalmuseum? War da nicht wie die Unabhängigkeitserklärung? Ich erinnere mich da so ein bisschen an dieses Bild. Wollen wir mal hinrennen schnell. Ist ja schön dunkel, ich meine. Und dafür noch relativ hell eigentlich. Guck mal, wie da brennt Licht in den Häusern. Das sieht zumindest so komisch aus. Es könnte auch der Mond sein, der sich da spiegelt. Oh, in den Aber der Mond Fenstern sieht nicht so brennt hell noch aus. Licht. Ich glaube, da Ja, schlafen sie noch das nicht. Nationalarchiv, okay. Nationalarchiv. Da sollen wir noch nicht hin, da kommen wir später hin. Denn die Unabhängigkeitserklärung möchte ich noch nicht holen. Da sollte man einen guten Überredenskill haben und da habe ich noch nicht genug von. Wir fressen einfach mal alles, was wir hier haben. Ich wollte auch schon immer mal tragen, sagen ich mir, das hätte mich auch mal gereizt. Da habe ich Das würde mich nie, auch mal hab ich noch nie interessieren. von gehört, eigentlich wirklich. Also nur mal von gehört, sagen wir so. Nur mal von gehört, nichts weiter. Wüsste ich auch gerne mal, was das ist. Was hat denn Machst du was damals in eigentlich auch? Playpaint? Das hat damals eigentlich auch richtig gute Bewertungen bekommen und so. Das ist eigentlich, hat ziemlich gut Ich habe auch abgeschnitten bei schon der Kritik. gehört, Hat also. sich aber halt schlecht verkauft, warum auch immer. Ja, John meinte, Weil glaube ich, auch mal Rollenspiel Drakensang aus wäre deutschen super. Landen oder so. In einem Stream Vielleicht. meine ich, er hat das auch mal gesagt, dass es super wäre, also. Kann so schlimm nicht sein. Oh, da ist noch einer mit der Minigun, ne? Dann nehmen wir mal die große Wumme. Ich würde gerne wissen, wo ich drauf feuern muss. Dankeschön. Bevor er mich in Stücke schießt, der Penner. Ich habe nämlich gar nicht so viele Mikrofusionszellen, leider. Wo feuert ihr auf mich? Da feuert so. Oh, da kommt ja doch so einer. Oh nein. Nein, 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 nein. Schrotflinte. Meine getreue Schrotflinte. Klopp ihm den Kopf weg. Ah! Bevor er mich mit seinem Vorschlaghammer mehrfach trifft. Ja, aber Paint, ne? Aber Machen wir Let's Play. Komm, ich mach ich mal. habe aber, ah, ich muss aber dazu, ich habe für mich auch so ein bisschen festgestellt, so Hier ist ausschweifende es. Spiele, das sind eigentlich gar nicht mehr so meins, da habe ich halt gar nicht mehr so die American Zeit History. dafür. Nicht. Deswegen Die muss man sich nehmen, Paint. fasse ich das eigentlich nur noch selten an. Paint. Paint, die muss man sich nehmen. Weißt du was? Paint, wusstest du schon, die Zeit muss man sich nehmen. Ja. Hast du schon mal jemand gesagt? Viele Spiele, von denen der meint, sie wären was für mich. Ja, Chi. Glaube ich. Solltest du mal spielen, vielleicht. Oh, guck mal, hier ist ein Ghoul. Noch ein Mensch Weide. mit Todeswunsch. Willkommen auf der Promenade, Tourist. Ja, stimmt, Manyline. Halo musst du auch mal weiterspielen. Halo und Fable 3. Genau. Fable Wobei es 3 hat gibt dir auch auch viele sehr gut Leute, die gefallen. sagen, wobei auch, es gibt auch viele Leute, die sagen, Fable-Reihe ist einfach komplett overhyped. Also, die wäre gar nicht so gut, wie das mal irgendwie Also, dargestellt Fable wird. 3 fand ich lustig. Es war jetzt nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber pff, ich fand's lustig. Hat Spaß gemacht. Ist jetzt auch nicht mit dem besten Gameplay oder sowas, aber das kann man mal spielen. Ist eine nette Story, interessant und ganz Ja, man lustig. behauptet ja mal, oh, Peter Molyneux hat's gemacht, dann muss es ja endgeil sein. Ja, Ja, toll. Ein bisschen dünn die Aussage. Sie sind verdrückt, hier draußen rumzustehen. Keine Angst vor den Supermutanten? Die Knöchelfetzer? Nee, die tun uns Ghoulen nichts. Denken vielleicht, wir gehören zu ihrer Sippe, keine Ahnung. Aber die anderen Hornochsen? Okay, andere Hornochsen? Sie wissen schon, Menschen wie Sie. Nun, vielleicht nicht wie Sie, keine Ahnung, aber Menschen sind doch alle gleich. Die Typen der stählernen Bruderschaft mit ihrem Testosteron und der Powerrüstung, diese Psychosöldner der Talon Company, diese anderen Trottel eben. Okay, wo kommen Sie denn her? Erfreut mich ebenfalls, Sie kennenzulernen. Ich bewache Underworld, die Stadt der Ghule, im Museum. Für einen Touristen ziemlich unwissend, was? Ich heiße übrigens Willow. Ja, Willow ist auch schöner als Weide, finde ich. Naja. Sagen Sie eine Stadt voller Ghule. Sie haben schon richtig gehört. Underworld befindet sich im Geschichtsmuseum hinter dem großen Schädel. Die meisten Ansässigen haben mit Menschen nichts am Hut. Aber für Kronkorken verkaufen sie Sachen und verarzten einen. Ghoulhasser sind sie ja nicht. Super, ja, ich muss gehen. Tschüss. Fable 3 habe ich sogar zweimal durchgespielt. Ich hatte nie wirklich Bugs dabei. Komisch. Na gut, so. Welches Anniversary meinst du denn nach dem von Tomb Raider oder was? Ich denke mal in meinen Tomb Raider. Das habe ich auch schon auf meiner Liste. Kommt auch irgendwann dran. Oh, das fand ich auch so lustig. Oh, das hat Spaß gemacht. Ich habe da Weil ich momentan auch noch nicht sage, so Lust dass drauf. Tomb Raider 2013 auch so episch war. Oh Mann, Oh ich freue mich schon ja. so auf den zweiten Teil, wenn der Und hoffentlich dann für den PC kommt. kommt noch einer.
Ja, das wird trotzdem wieder so ein dreckiger Port sein. Ja, das böse Gefühl habe ich auch. Das ist so nervig, finde ich. Komm, trink mal ein bisschen mehr, Mädchen. So. Das bisschen Rad. Ich meine, was soll's. Ich hab noch ein bisschen Red Away dabei, oder? Ich hoffe doch. Ja. Viel haben wir noch? Geringe Strahlenvergiftung, das ist okay. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie viel genau. Ja, dann nehmen wir noch zwei. So. Und nun sieht's besser aus, hoffentlich. Ja, geht schon. Ich soll mich mal von einem Arzt heilen lassen, dann eine Strahlenkrankheit. Oh, Nikola Tesla und Sie, Dankeschön. Wie es einfach im Klo rumliegt, das Buch. Das werden wir Es geht natürlich ja nichts direkt. über zünftige Toilettenlektüre. Die. Ja, vor allem über, ne? Nikola Tesla und so ein Kram, also Ja, über es gibt ja nichts Energiewaffen. Spannenderes. Ist schon geil. Ja, das finde ich super spannend, aber. Auf dem Klo? Wenn man es braucht. Mache ich schon aus dem Pissoir schlürfen? Nein. Aus dem Sich Urinal. wohlfühlen beim Klospülen. Vielleicht haben sie auch das Klopapier verwendet, ne? Oder so. Ja, stimmt. Fable The Lost Chapters wollte ich auch mal spielen. Das habe ich auf meiner Wunschliste. Oh, schaut's euch an. Underworld. Da ist die Stadt der Ghule hinter. Aber eigentlich wollen wir ja nicht dahin. Wir wollen ja eigentlich das Lincoln-Repetiergewehr holen. Dazu müssen wir eigentlich in alle anderen Gegenden dieses schönen Museums, meine ich. Ich glaube nicht, dass es mitten in Underworld rumliegt. Aber ich meine, hier waren auch noch Supermutanten und so ein Dreck. Deswegen gehe ich jetzt mal nicht nach Underworld, da können wir ein andermal hingehen. Ah, Underworld, ein andermal, egal. Seele ist geschickt. Untere Okay. Seele, ja genau. In den unteren Seelen, das klingt doch schon mal besser. Wir suchen, durchsuchen hier jetzt einfach mal alles. Und ich höre schon, wie es rumballert. Es ballert rum wie blöde. Ich glaube, du bewegst dich gerade Oh. tendenziell in die falsche Richtung. Wilde Ghule. Oh nein, dann noch streuende wilde Ghule. Da werde ich ja richtig, richtig glücklich mit. Dann komm, einen noch. Ah, schön. Oh Hast oh. du dir denn noch nicht die Ghoul-Maske geholt? Nein, nein, die habe ich noch nicht geholt. Ich weiß auch nicht, ob ich sie holen soll, weil das macht den einen Teil der Hauptstory ziemlich langweilig. Und man verliert XP im Grunde, weil man tötet ja Viecher nicht. Oh Gott, sind das viele! Ich bin auch eher so der Typ für einfache Lösungen, deswegen hätte ich da pauschal keine Bauchschmerzen mit. Ja, ich bin auch eigentlich für einfache Lösungen. Jetzt, wo ich weiß, dass diese Ghoul-Maske überhaupt gibt, ist das schon geil. Aber ich weiß nicht. So, wie sie alle zerspratzen hier. Der eine hat sich nur noch in Bröckchen aufgelöst. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn finde. Ich schätze mal hier. Irgend so ein Bröckchen einfach mal anklicken. Das ist so krank, Bloody Death, ey. Das ist so krank einfach. Oh, bring Kronkorken, das ist cool. Jetzt muss ich mich wieder voll schmamschen mit irgendwelchem Mist, damit ich nicht hier abkratze. Aber wir haben's ja, ich meine, ne, was soll's? Okay, warum ist die Nuka-Cola anders? Warum? Ach, Quantum, okay. Und Nara hat natürlich recht, wenn er schreibt, ne, du musst es ja nicht nutzen, aber es ist ein einzigartiges Artefakt. Dann geht es dann nur ums Haben. Hauptsache haben, Ja, das weißt was stimmt. Seltenes ist. Ihr habt ja recht, ihr habt ja recht. Und ich will's ja auch haben irgendwann, aber ich weiß nicht, ob ich sie nutzen soll. Obwohl, hier wäre Deswegen es kannst schon du sie ja trotzdem entspannt. haben. Bin ich hier denn richtig, Nara? Ich weiß nicht, ob ich bei den Ghoulen richtig bin. Nee, Oh, du hier werden noch. musst. Oh, warum schlürfe ich mich nicht voll, wenn ich. Geht doch viel Darf man einfacher dich denn so. hier spoilern? Also auf alle Fälle musst du in die Büros. Also nicht ins untere, sondern ins obere. Also tendenziell nach oben, anstatt nach Ist unten, ja. egal, dann machen wir es später. Obwohl, ich würde es gerne jetzt haben und dann hier runtergehen. Und das. Aber ich habe eh nicht so viel Magnum. Wie viel Magnum habe ich eigentlich? Sonstiges. Nein. Munition, da ist es. Okay, ich habe gar keinen Magnum. Doch, 44, 36 Schuss. Ja, 36 Schuss habe ich immerhin. Hiervon habe ich 200. Nur geringfügig mehr. Dass so sinnvoll ist, dass wir hier schon hingehen und das Ding holen, aber egal. Ich will die Waffe haben. Einfach, weil ich sie jetzt haben will. So. Und die beste Energiewaffe haben wir ja auch schon. Das ist cool. Die wird uns auf jeden Fall hilfreich sein in Notsituationen. Nur dann werde ich es eigentlich verwenden, weil ich muss die Munition hier von hier noch loswerden. Aber für Notsituationen? Na toll. Ja, hat mich der Ghoul schon wieder erspäht, weil ich so schlecht bin. Aber es ist nur ein wilder Ghoul, den kriegen wir ja wohl tot.
Da, wie er zerplatzt. Oh Gott. Ah, so eklig. Was kostet nur 9 Euro bei Steam? Ich glaube, es geht nur noch um Fable. Oh, ehrlich, nur 9 Euro. Hm. Das wäre eine Überlegung wert. Aber so wichtig ist es mir jetzt auch nicht und ich kann es momentan eh nicht spielen. Zumal ich auch noch am Sudeki spielen bin. Mal gucken, was für ein Gerät? Cool. Sudeki? Sudeki, ja, das ist auch so ein ähnliches Spiel. Da sind schon wieder. Guck sie ruhig mal an. Ich fand's lustig, war auch eine schöne Story. War zumindest interessant. Ich habe eine Bärenfalle entschärft. Ich bin Meister Fallenentschärfer. Wie das schon wieder so nach JRPG aussieht. Ja, ist es leider auch, aber ist trotzdem lustig. Ich hab, mir hat's gefallen mal. Ausnahmsweise für JRPG, was sehr selten ist. Aber das habe ich sogar mal durchgespielt. Und ich habe Bock, es nochmal durchzuspielen, also warum nicht? Ja, oh, dann muss das ist ja wirklich schon richtig gut sein. Oh Mann. Ich fand die Aufmachung halt cool. Weil es war so ein bisschen Cyberpunk-mäßig. In die Richtung, auch wenn ich den Ausdruck gar nicht mag, aber ja, damit es euch ein bisschen Bild gibt. Und da habe ich auch schon was von aufgenommen. Aber das wird lange noch nicht kommen. Aber weil du gerade Cyberpunk sagst, das hat zwar jetzt überhaupt nichts damit zu tun, aber Vampire, The Masquerade, Bloodlines, das wäre zum Beispiel was, das müsste ich auch nicht auch mal nochmal durchspielen. Ja, das werde ich auch irgendwann mal machen. Das habe ich schon so lange bei mir auf meiner das Liste. Das Problem ist, Paint, man müsste sich da erstmal informieren, weil es ein paar Game-Breaking-Bugs geben soll. Ja gut, leider. Aber dafür gibt es ja auch die Community-Patches, die ja dann immer gepflegt werden. Ja, aber funktionieren die? Ist das wirklich sicher, dass die gut klappen? Bin mir noch nicht so sicher, deswegen habe ich noch nicht angefangen, weil eigentlich wollte ich es auch mal anfangen. Muss man eigentlich. Paint, wie wär's, wenn wir uns da absprechen und nehmen andere Rasse oder so? ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so funktioniert, weil du kriegst ja anhand der Fragen, wie du die beantwortest, kriegst du ja dann die Klasse, glaube ich, zugewiesen. Du kannst sie wählen. Du kannst sie wählen, Paint. Du kannst sie selber zusammenstellen, wie du willst, natürlich. Du kannst beides machen. Du kannst die Fragen machen, dann kannst du sagen, okay, habe ich auch keinen Bock. Und dann, kriegst du deine eigene Klasse. Diese kannst du mal sehen, wie lange ich das nicht mehr angefasst habe. Ja, Vampire the Masquerade, das war schon was, ne? Ich find's auch schade, dass das sind halt so Spiele, dass die halt nie so erfolgreich gewesen sind, dass dann halt irgendwie Nachfolger dafür rausgekommen sind. Ja, stimmt. Dass die dann halt so ein bisschen untergegangen sind. Dabei war das wirklich cool irgendwie. Obwohl ich ein paar Charaktere fand ich so ultra überzogen einfach. Aber, naja. Ja, muss. Ja, so wie die Trullers da, ne? Die zwei. Weißt du, in dem Club. Oder auch vor dem Club, wo die einfach mal die Leute da sind und dann bläst die einen dem Typen ein und so. Das ist auch schön. So schöne Begebenheiten, die man so in der Stadt hat halt, ne? Ja gut, das passt aber halt so richtig gut ins Setting halt, dieses Verkommene und dieses Schmutzige so ein bisschen. Dieses Gothic. Ja, das ist einfach nur Gothic. Doch, das ist, ich find's gut gemacht. Mir Gothic heißt dann immer direkt, so, ja. Egal. Egal, anderes Spiel. Egal, anderes Spiel. Aber ich fand's cool, ich habe nur nie mit Schusswaffen agiert da. Ich habe immer nur mit meinen Fäusten agiert. Weil ich hatte diese Rasse, die sich in so einen Werwolf verwandeln kann, oder was war das? Also auf jeden Fall konnte sie so verwandeln, okay. Diese Typen. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Ich hatte immer die Rasse, die so mehr so auf Überredungskunst und Charisma gesetzt hat. Aber nicht die Verrückten, nein, oder? Ich würde immer in der Verrückten spielen, das wäre cool. Aber dann würde ich den Troller spielen, weil die Typen sehen alle scheiße aus. Und die sieht nett aus mit dem Minirock. Aber nachher, was für Nachfolger soll denn da rausgekommen sein? Es kam doch nach Bloodlines. Echt? Kam doch kein raus? Nachfolger raus. Ist kein Bild mehr erhalten im Museum? Ist ja doof. Da kam echt ein Nachfolger raus nachher. Muss aber jetzt mal hier Titel raus, ne? Muss kommen. Wie alles kaputt ist. Guck mal, alle Statuen sehen gleich aus. Ist immer ein Bein und dann noch zwei Stücke und noch ein Stück von einem Bein. Das ist immer. Bloody Rain ist doch nicht von der Vampires-Reihe. Bloody Rain, was? Hab ich auch nie gehört. Das wüsste ich. Ja, genau. Es gab Vampire the Masquerade, genau. Und dann gab es Vampire the Masquerade Bloodlines und mehr Spiele sind doch da nie rausgekommen. The Masquerade gab's auch. Ja, das war der erste Teil. Der war noch. Spielte noch mehr so im Mittelalter. Okay, cool. Mittelalter hätte ich aber cooler gefunden. War auch mehr so ein klassisches Rollenspiel, so ein Party-Rollenspiel. Oh, okay. Mit Vampiren. Ja, genau. Vampire Party, okay. Kann man natürlich auch mal machen.
Oh, wie er wegfliegt. Oh, scheiße. Alter. Oh, fuck. Jetzt habe ich alle Ghule auf der Station hier. Auf der ganzen Ebene hinter mir her. Super geil. Ach, Blood Rain spielt im gleichen Universum. Okay, jetzt bin ich doch überrascht. Ja, ich kenne die noch mit Blood Rain, kenne ich wohl. Ja, ich wusste auch, dass es da, glaube ich, zwei Boll-Filme davon gibt. Was? Eigentlich schon mal zwei, ja. Boll hatte, glaube ich, dann zwei. Dann kann es ja nur schlecht gemacht sein, wenn Boll noch immer Filme macht. Gott, oh Gott. Das geht ja gar nicht anders. Ein bisschen was eingebrochen in Büros. Warum liegt eigentlich im Büro der Repetierer von Lincoln rum? Hier haben sie ein bisschen was, haben sie ein bisschen Essen gehabt. Lecker. Yummy, yummy. Wieso legt man den Lincoln-Repetierer ins Büro? Ja, wieso? So im Chefbüro, schön in der Vitrine, sieht doch hübsch aus. Ja, aber es ist auch ein... Oh mein Gott. Das Ding ist ja teurer als Gott. Wenn das wirklich ein Repetierer von Lincoln ist, dann müssen die Amis den doch verehren wie ein Goldschatz. Also wie das müssen sie doch anbeten im Schrank. Irgend so eine Vitrine, das ist doch schon Blasphemie. Wir müssen doch einen Altar für bauen. Also G, ganz ehrlich, so tief kann kein Mensch sinken, dass er sich freiwillig einen Bollfilm reinzieht. Und das vor allem noch nüchtern. Sie ziehen sich auch freiwillig so komische Haifilme rein, also bitte. Gott, was die wahrscheinlich auch von dem Sinn, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Was gibt es für schräge Menschen auf dieser Welt? Ja, frag mal Pat. Sharknado und sowas, oder was? Die Blackhawk macht mehr Damage als das Repetiere. Ja, dass es mehr Damage-Waffen gibt, das ist klar. Aber ich will den trotzdem haben. Ich will den einfach nur haben. Weil geil. Zellentür sehr leicht verschlossen. Da war eben noch eine sehr schwer verschlossene Tür. Aber ich lasse erstmal die Geschütze, die Ghule für mich platt machen. Ich hab eh keinen Bock auf die. Oh, welchen Bollfilm habt ihr denn gesehen, Chi? Das würde mich jetzt mal interessieren. Tunnel Rats? Tunnel Rats, was? Soll sogar nach einer von den guten Boll-Filmen sein. Okay. Der kam aber sogar relativ gut bei IMDb weg. Es ist gruselig. Die guten Boll-Filme, also ich hatte schon höre. Schüttelt's mich ja schon fast. Gibt's überall nix. Stange Zigaretten, ja, dankeschön. Schön, dass ich sowas noch finden darf. Vorkriegsgeld, das ist rot. Pfeil. Pfeil ist gut. Jurassic ich will mir unbedingt Shark die Pfeilkanone bauen. Es hört sich eher so an wie so ein schlechter Porno, ey. das sind die Leute auch immer so kreativ, was sie finden. Oh, ich hab was vergessen, was ich noch mit ins Programm nehmen wollte heute. Scheiße. Wenn du mir gerade sagst. Rede? Ja, weil ich dann an Analdin und die Wunderschlampe denken muss. Wie gut. Den kann ich jetzt noch nicht. Nicht? Nee? Also bitte, kennt man doch. Ist ein wirklicher Pornotitel nebenbei. Oh, so gut. Ist ein wirklicher ist so Titel. Gut. Ist nicht ausgedacht, ja. Den gibt es. Nein, aber... Womit wir wieder bei Häuptling Langer Lachs werden, ne? Ah. Anal am Matterpfahl. Ne? Ah, genau. Hör auf. Alter, ist das eklig. Da war's wieder. Nein. Ich wollte aber Aladdin mit in das Programm mal reinnehmen. Einfach mal aus Fun ein bisschen zocken, weil ein bisschen Nostalgie. Das muss ich nächstes Mal machen. Stimmt, Aladdin wolltest du auch mal machen, weil das ja so einfach zu spielen ist. Ja, überhaupt nicht, nämlich. Ist alles andere als das. Das ist ein dreckiges Kackspiel, aber ich will mich trotzdem damit quälen. Ich habe eine Ape-Link-Action-Figur! Ja. Ich habe eine Ape-Link-Action-Figur! Wie geil ist das denn? Sammel die ein für das Museum. Ich will doch eine Sigmund Freud-Action-Figur. Für das Museum? Für welches Museum? Du kannst doch dann für das Ape-Link-Museum kannst du doch dann Gegenstände abgeben. Von Abe Lincoln. Abe Lincoln Museum? Ja. Oh, ich bin überlastet, na toll. Oder laber ich gerade Scheiße? Nein, ich meine schon. Nein, du meinst das andere Museum da, ja, aber in Rivet City. Kann ich das da abgeben? House of the Dead. Action Horror von 2003. House of the Dead, was? IMDb. Ja, genau, Nara, das ist ein 2.0. Das SNES-Game, aber ich fand es alles andere als leicht. Ich fand es ein ekliges Spiel, aber ich bin trotzdem. Archive sichern. Oh, der Jojo ist wieder da. Schieftüren öffnen. Wo ist er denn plötzlich wieder aufgepoppt? Neu konfigurieren. Und Dankeschön. Chi, warum habt ihr euch das überhaupt angetan? Eine 2.0 bei IMDb. So schlechten Filme kann man sich dann nicht freiwillig anschauen. Das ist ja fast genauso schlimm wie Daniel, der Zauberer. Was wurde bei John im Stream Thema? Johannes? Was meinst du? Och, wie ich überlastet bin.
Wollt mich doch verarschen. Zum Glück bin ich auch ein bisschen kaputtig, deswegen können wir hier so einen schönen Meyerdog-Kuchen fressen. Und was haben wir noch? Ja, die Zeitschrift für innere Medizin ist auch cool. Ein bisschen schmutziges Wasser trinken. Geht es einem gleich besser und man fühlt sich gleich leichter. Okay, geschützt zur Steuerung. Haut jetzt um sich. Oh, Dietrich-Fähigkeit von 100? Nein, sag mir nicht, dahinter ist der Repetierer, ne? Ich kotz gleich. Mach die scheiß Türen auf. Öffnen. Also, Juju, du bist der erste Mensch, der für einen Keks holen 2 Stunden gebraucht hat. Ja, endlich mal, Johannes. Was du den gerade weggeholt? Ich war einen Keks holen, ja, ja. Bist du gerade nach Paris geflogen, oder was? Harry, Jasses. Halt. Mein Gott. Ach so, ne, hier ist nur sehr schwer, okay. Also sind frei. Ach so, das war die Tür. Ach Gott, ja gut, da komme ich doch hier eh durch. Hä? Wozu denn die Tür? Ach so, die Wand ist eingebrochen, deswegen kam man da rein. Ja gut. Ich habe den Repetierer aber noch nicht. Wenn ich das so lese, ne? Die wundern sich alle, was in Metal Slug abgeht, aber wenn ich lese, dass da Fridolin und tretende Panzer gibt, dann, ja. Wo gibt's tretende Panzer? In einem Film namens Super Shark. Da gibt's so, tretende Panzer. Eben. Und es gibt einen Super Shark. Ja. Hm? Merkst du was? Ja. Mein Kopf ist verkrüppelt, das ist aber schlecht. So. Mit dem Stimpack ist die Verkrüppelung gleich wieder weg, ne? Da wächst einem die Schädeldecke gleich wieder zu. Fridolin heißt der Super Shark, ach du. Gott, was, der Shark heißt Fridolin? Diese versauten Sprüche wie hier, ach so, ja natürlich. Kam ja nicht von ungefähr, Johannes. Ich muss ja meinen Ruf wahren. Jojo, das muss der beste Keks der Welt gewesen sein, wenn du dafür extra nach Paris geflogen bist. Glaub auch. Ich kann es schon verstehen. Okay. Warum ist der jetzt weggeklippt, der Blöde? Toll. Irgendwie ist die ganze Textur hier gerade so ein bisschen komisch. Buggy. Oh, guck mal, wie hier einfach die wilden Ghule so ein bisschen pervers rumliegen. Oh nein, Mausrotten vielleicht, nehme ich auch gerne. Kronkorken auch. Brauche ein bisschen was für unterwegs, ne? Ein bisschen was Leckeres zum dran knabbern. Schön Maulwurfsrattenfleisch. Neben Lincolns Stimme. In keinem Land dieser Welt doch ein Abe Lincoln ist Fridolin ein schöner Name. So viele schlimme Namen. Gute Nacht, Nadinchen. Und die Nadine. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir was. Schönen Sonntag. Tschüss. Ich jetzt schon keine Lust mehr auf Fallout hat, ich bin so enttäuscht. Orego, du meinst Super Shark hört sich bescheuert an. Ich glaube, Sharknado ist, glaube ich, nicht besser. Nee, irgendwie gar nicht. Oh mein Gott, wie ich gleich tot bin, ne? Das ist unglaublich, dieser scheiß Leuchtende. Der ist ja so ekelhaft, der Typ. Ja, nehmen wir Maulwurfsrattenfleisch. Was haben wir noch? Kartoffelchips. Komm, erstmal 3 Pack reingeballert. Da fühlt man sich doch gleich wieder erfrischt. Coca-Cola haben wir auch noch ein bisschen. So. Erstmal 3 Flaschen auf einmal reinziehen. Oh, scheiße, dieser dreckige Leuchtende. Wer kommt eigentlich auf die Idee, das zu sagen, hey, lass uns einen riesigen Tornado machen und weil ein Tornado alleine langweilig ist, lass uns einfach noch Haie mit hineinstopfen. Das macht Sinn. Dann wird das richtig episch. Warum? Das ist doch... Oh, das war knapp. Puh, ich habe lange nicht mehr gespeichert. Ich sollte mal speichern. Schnell speichern. Yay! Ich bin jetzt immer so durch den Wind, ne? Wenn ich F5 drücke, dann habe ich immer das Gefühl gleich... Genau, Melli, bei Baum, ja, du hast recht. Ja, ja, warum nicht? Ja. Ein Tornado und Haie, das doch, passt doch. Wer hätte das nicht... Also. Ja, oder Sandshark, weißt du, das ist so ein Scheiß, gucken die sich auch an. Die einfach krank sind. Oh, da ist der Generator explodiert. Wer guckt sich Sandshark an, bitte? Obwohl ich es auch gerne mal angucken würde, aber nur um zu wissen, wovon die da reden und... Weiß nicht, ob man da lachen oder weinen sollte. Weinen. Immer, wenn die Wahl besteht, immer weinen. Weil das ist bei dem Zeug kann es nur gut sein. Das ist immer besser, eine bessere Beschäftigung als. Ja, stimmt, weil die Tränen, Scheiße, weil die Tränen verschleiern dein Sichtfeld. Das ist recht. Ja, ne? Das ist weniger. Da musst du den Scheiß Sinn nicht so lange antun. Oh mein Gott. Oh, dahin ist was. Dahin ist Muni! Muni! Hast du jetzt endlich mal den scheiß Repetierer gefunden? Nein, mein Mann! Gott! Nein! Habe ich überhaupt die Uhr an? Ja, habe ich an. Das Part ist nämlich gerade vorbei. Ich habe Magnum gefunden. Das ist gut. Da können wir für den Repetierer dann gebrauchen. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss es waren. Aber ich finde das Ding nicht. Es ist unglaublich, ne? Ich habe Lincolns Stimme gefunden, aber den scheiß Repetierer nicht. Und die Actionfigur. Vergiss die Actionfigur. Ja, die Actionfigur ist geil. Ey, die jedes Mal wieder. Aber die Stimme. Jetzt mit noch mehr Bart.
Und größerem Hut. Ich hätte gerne so eine Sigmund Freud Actionfigur. Lincolns antike Münzensammlung, ja. Schön. Genau, Die dann immer, weißt du, die am besten mit so einem Faden, wo du dran ziehst und dann sagt immer, sie haben sexuelle Fantasien mit ihrer Mutter oder irgendwie Ja, nein, sowas. der sagt dann, tell me about your mother. Ja! Gibt es wirklich Pain? Gibt es wirklich? Oh, so gut, es Ist einfach ist so geil, gut. ja. Okay, hier waren wir doch überall. Hier ist der Repetierer nicht. Existiert nicht das Ding, Leute. Wir haben es verschissen. Mein Pat, du wirst mir erzählen, dass du diese ganzen Hai-Filme nüchtern geschaut hast. Wie geht das denn? Ja, ich weiß nicht. Er hat sich, glaube ich, an dem Elch dabei vergangen. Deswegen war er glücklich. So, Leute. Leicht masochistisch veranlagt, aber gut, wer drauf Damit ist steht. diese Folge Fallout auch vorbei. Wir sind beim nächsten Mal wieder in das Let's Play Fallout 3. Bis dann, Leute. Tschüss. Bis dahin, tschüss.